Fica lá noch, ja, 2 Wochen bis zum Entbindungstermin. Ich hoffe, dass der kleine Mann dann auch wirklich kommt, aber dazu gleich mehr. Wir schauen uns mal eben den App an, wie wir das immer machen, ne? Momentchen. So, Schwangerschaftsrechner. Aktuelle Schwangerschaftswoche ist dann die 39. Woche. Und ich berichte wie immer aus der 38. Schwangerschaftswoche, 10. Monat, 266 Tage bin ich schon schwanger, 14 Tage habe ich noch und der kleine Mann wiegt jetzt im Durchschnitt 3288 Gramm und misst dabei 50,7 Zentimeter. Entschuldigung, ich bin jetzt schon aus der Puste. Ja, was ist in der letzten Zeit passiert? Also, ich glaube, dass der Bauch etwas gesenkt ist, also dass sich dieser Bauch diese Woche etwas gesenkt hat, wenn auch noch nicht viel und da kommt auch bestimmt noch einiges, aber ein bisschen hat er sich gesenkt und da bin ich so froh drüber, weil ich habe das Gefühl gehabt, irgendwie es passiert nichts und ich hatte so Angst, ich so, nein, nachher muss die Geburt eingeleitet werden, nachher bist du 41 Wochen schwanger, ich meine, das kann immer noch passieren. Aber ich habe das Gefühl, dass sich etwas tut. Dazu muss man sagen, was war denn? Eigentlich fühle ich mich recht gut im Moment. Habe im Moment diesen Nestbautrieb. Bin alles am Putzen, am Vorbereiten. Kliniktasche soweit gepackt. Morgen tue ich noch die letzten Sachen rein und drehe dann für euch das Video morgen. Also in den nächsten Tagen könnt ihr einschalten und euer geliebtes Kliniktaschenvideo ansehen und auch das, was ich fürs Baby mitnehme und ja, unterm Bett gesaugt und solche Sachen, die man eigentlich nicht macht, also die man schon macht, immer mal wieder, aber halt, das ist halt so ausgeprägt, dass man alles sauber haben möchte. Dann habe ich die Schnuller sterilisiert in diesem Sterilisator und verpackt in diese Schnullerdöschen und ja. Das seht ihr da morgen, was ich da alles mit reingepackt habe. Was gab es sonst noch Neues? Ja, ich hatte jetzt zwischendurch echt mal so ein leichtes Ziehen in den Rücken rein. Ich weiß nicht, ob es Senkwehen waren. Kann auch sein, dass es keine waren. Also zwischendurch habe ich echt starke Rückenschmerzen. Der Bauch verhärtet sich immer mal wieder, aber noch relativ selten, finde ich. Also ich finde, da kann noch was kommen. Und ja, aber wie gesagt, bei manche sagen, oh mein Gott, da muss doch jetzt irgendwann mal was passieren. Andere sagen, das kann auch ganz schnell passieren, also von einem Tag auf den anderen. Und dann ist es einfach so. Und deswegen mache ich mir da jetzt nicht so einen Kopf. Das wird schon alles gut werden. Und es wird wahrscheinlich dann eine ganz flotte Geburt, hoffe ich doch. Und mit wenig Schmerzen verbunden, wie sich das jede Frau wünscht. Ob das dann passiert, ist eine andere Sache. Naja, dann war ich aber gestern noch beim DM-Markt und das wollte ich euch kurz zeigen, weil das ist ein kleiner Tipp von mir. Und zwar gibt es da im Moment von Astor einen Lippenpencil Soft Sensation Lip Color Butter. Color Ball im Shine 011 Feeling Feeline habe ich mir geholt und trage ich auch gerade für euch, damit ihr das direkt mal seht. Und ich swatche es euch auch mal eben. So sieht die Farbe aus. Wird jetzt ein bisschen verfälscht, meiner Meinung nach. Aber gut. Riecht total lecker nach Vanille. Oh mein Gott, riecht so toll nach Vanille. Und ja, das ist die 011, wie gesagt. Moment, ich zeig's euch mal. Hier. Ja. Ups, da, 011. Und jetzt kommt nämlich der Clou. Aber, oha, jetzt wäre mir fast der Nagellack runtergefallen. Und ich habe mir fast mein T-Shirt versaut. Der Clou dabei ist nämlich, ihr bekommt dazu einen Nagellack gratis dazu. Und das ist die genau die Farbe von den Pinkboxen.
Deswegen, also wenn ihr euch die Farbe jetzt nicht so richtig vorstellen könnt oder die hier ein bisschen verfälscht wird, ich halte sie extra mal ganz nah ran. Das ist die Farbe 202 Pink with Envoy. Na, stellt nicht straff. Na, will mich ärgern, egal. Auf jeden Fall, das ist dieser Nagellack und dieser Lippenstift und das Ganze bekommt ihr zusammen für 5,85 Euro, glaube ich. Weil es gibt nämlich, wenn man so einen Lippenbalsam Soft Blablabla Stift kauft, einen Nagellack dazu, den könnt ihr euch aussuchen. Und dann gibt es ganz viele Farbnuancen, deswegen geht mal zu dem und schaut mal nach, wenn ihr Interesse habt. So, schon wieder außer Puste. Wir können nochmal eben lesen, was es im Babycenter Neues gibt. Schwangerschaft, Moment. Na. Was dort jetzt heute steht. Heute, ihr Baby. Wissen Sie, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird? Ein Hinweis könnte die Größe Ihres Babys sein. Jungen neigen dazu, etwas schwerer zu sein als Mädchen. Babys wiegen in dieser Woche zwischen 3,1 und 3,4 Kilo und bunkern Fett, um nach der Geburt die Körpertemperatur halten zu können. Die Organe Ihres Kleinen sind voll entwickelt und an ihrem Platz. Lediglich die Lunge. Lediglich die Lungen werden ganz zum Schluss entfaltet. Auch nach der Geburt, für die Ihr Baby nun fast bereit ist, dauert es einige Stunden, bevor das Baby zu einem normalen Atemrhythmus gefunden hat. Ja, und dann habe ich mir diese Woche auch noch ein paar Gebärpositionen angeschaut. Ja, da gibt es ja Vierfüßler, Stellung und was weiß der Geil, was alles. Habe ich mir alles angeschaut und ja, ein bisschen überlegt, wie ich mir das vorstellen könnte oder naja, mal sehen. Ich denke, man kann sich für die Geburt nicht so richtig vorbereiten, weil es wird sowieso anders kommen, als man denkt. Und ja, deswegen richtig vorbereiten kann man sich dann doch nicht und muss man auch vielleicht gar nicht. Ich bin irgendwie ganz gelassen im Moment, ja, außer diese Putzwahn. Aber ich freue mich einfach nur und warte jetzt und kann ja jeden Tag soweit sein. Man weiß nie, ob wir uns hier nochmal zu einem Schwangerschaftsupdate sehen. Aber nun gut. Ja, wie gesagt, Kliniktasche und was ich fürs Baby mitnehme, kommt morgen in einem Video. Also morgen drehe ich es ab, ob ich es am Morgen schaffe hochzuladen, ich hoffe. Ja, dann kommen wir jetzt zu eurem Lieblingsteil, dem Babybauch. Und wir sehen uns zum nächsten Schwangerschaftsupdate hoffentlich nochmal. Zur 39+0, 40. Schwangerschaftswoche. Und dann darf es meinetwegen auch irgendwann soweit sein. Okay, meine Lieben, bis gleich! Ich hatte heute mal wieder Lust, mich zu schminken. Ihr seht was. So, das ist jetzt der Bauch bei 38+0. Und ich finde, der hat sich ein bisschen gesenkt, weil sonst muss ich immer so festhalten, damit ihr den Bauch sehen konntet. Und das ist heute nicht mehr der Fall. Ja, könnt ihr mir ja mal unten in die Kommentarbox schreiben, ob ihr findet, dass er sich gesenkt hat. Und ich verlinke euch mal unten auch eine Videoantwort, wo ich dasselbe T-Shirt anhabe, auch wo ich schon schwanger war. Und ja, so, bis gleich. So. Und das ist das ganze ohne T-Shirt. Ich weiß nicht, warum die Kamera gerade irgendwie spinnt. So, ich hoffe, ihr seht was. Und ich finde, hier ist jetzt mehr Platz. Also es fällt mir auf, dass der Bauch hier nicht mehr so dick ist und dann halt hier unten dicker wird. So, und da hat sich doch noch mal ganz schön was getan. Ich sehe gerade 112, 113 Zentimeter. Sind wir jetzt? Eieiei.